So, das wurde bei Project Zero 3. Weiter geht's im Haus des Schlafes an der Feuerstelle. Ist so ein bisschen der zentrale Raum vom Haus. Man kommt auf jeden Fall sehr oft durch die Feuerstelle. Also, nicht durch die Feuerstelle. Das ist nicht so wirklich gut. Außer man ist Fakir und steht drauf, auf Kohlen zu laufen. Wobei ich mich frage, was schlimmer ist, irgendwie auf Kohlen zu laufen oder auf Legosteinen? So eine komplette Straße an Legosteinen und nirgendwo sind Schuhe, auch nicht an deinen Füßen. Das ist kein guter Dienstag. Wir wurden nur letztes Mal am Ende von einem kleinen Kind befummelt. Das hat schon gereicht. Ungezogenes, kleines, japanisches, durchsichtiges Mädchen, die wir dann doch noch irgendwann gekriegt haben, wie sie hin und her gewirbelt ist, wie Yoda beim Lichtschwertkampf. Hat ein bisschen gedauert, länger als mir lieb war, aber sie ist weg. Von dem her war es am Ende dann doch erfolgreich. Ich gehe erstmal unter die Treppe und nehme den Gegenstand mit Kräutermedizin. Und ich will zuallererst in den Hof gehen, deswegen lass mal auf die Karte schauen. Wir sind an der Feuerstelle und müssen im Prinzip direkt da hinter die Wand in den Grabinnenhof. Das ist der beste Weg. Wir könnten durch die Diele gehen, aber ich meine, Geist in der Diele ist ein Ding, das haben wir gesehen. Das kann wieder passieren. Oder wir gehen durch den Saal mit Tatami. Oho, okay. Und dann durchs Feuer im Rüpf. Wer kennt das nicht? Dann sind wir im Grabinnenhof. Ich überlege echt gerade, ob ich die Diele will, wobei da muss ich ja komplett durch den Raum durch. Okay, lass mal durch die Diele gehen, wie auch immer. Ich meine, vielleicht finden wir noch irgendwas Interessantes, irgendwie neue Geistererscheinungen, die wir noch nicht gesehen haben. Habe ich den richtigen Film drin? Jetzt ja. Nicht, dass ich hier aus Versehen mit Typ 61 Filmen irgendeine blasse Frau im Wandschrank fotografiere oder so. Das wäre ein bisschen Verschwendung. Na dann, joggen wir mal hier durch den Raum durch. Ist ja kein Zeichen von irgendwas, von... Gerade sage ich's. Bei wen suchst du? Vielleicht, wenn du nett fragst, helfe ich dir vielleicht irgendjemanden zu finden. Auf dem Foto sieht man irgendwas. Wieder was für Miko. Von dem modrigen Film, den wir dann finden werden. Okay, so viel dazu. Von wegen, für Skyden. Okay, da ist eine alte Frau. Von wegen, hier ist nichts. Steht sie direkt vor mir, Mann. Die Blasse, habt ihr das gesehen? Na gut, okay. Hat dann aber funktioniert. Hey, hey, Püppchen. Was soll das? Was? Ein kleiner Kimono ist in der Truhe. Ich rede nicht von der Truhe. Was ist deine Faszination mit diesen Truhen? Ich will die Dinge, die davor sind. Genauer. Unter die Lupe? Nein? Na gut. Von mir aus. Dann reden wir nicht über die Figur, die da gerade runtergefallen ist. Da wimmert doch jemand. Hier um die Ecke? Nope. Okay. Ich glaube, ich gehe mal mit gezückter Kamera nach oben dieses Mal. Vielleicht habe ich irgendwie zur Abwechslung auch mal Glück und kann einen Geist fotografieren, wenn er von mir wegläuft. Nicht der Ballmann? Das kann der Wind gewesen sein. Da weißt du, was der Wind nicht kann? Wie ein weinendes kleines Mädchen aussehen. Ich habe schon viel Wind in meinem Leben erlebt, aber es war nie ein kleines japanisches Mädchen. Mit Tränen in den Augen. Als müsste ihr Vater Seppuku begehen, weil jemand aus Versehen mit Fugu-Fisch vergiftet hat. Stiermann. Na, ist doof. Arbeitsrisiko. Ein bisschen anders als sich am Papier schneiden bei dem Bürojob. Wen genau? Noch nicht. Meinst du You? Doch, den habe ich gesehen. Den wollte ich zwar nicht hin, aber ich folge jetzt einfach mal hier dem Sound und... Oh, ist vorbei. Keine weinenden kleinen Mädchen mehr. Gut. Ich meine, hier kann ich auch direkt eigentlich dann durch eine weitere Tür durchgehen.
Dann bin ich auch im Außenhof. Oder im Innenhof vielmehr. Außen im Hof, im Innenhof, der außen ist. Also, wenn du innen bist, ist der Hof außen, auch wenn es ein Innenhof ist. Das macht irgendwie alles Sinn. Genau, hier links rein. Hab schon, find die Tür. Da ist er doch. Oh. Das scheint auch der richtige Weg zu sein. Oder was? Das ist blau. 1000 Punkte für einen Stein. Ich habe nicht wirklich irgendwas gesehen. Ist doch irgendwas, was Probleme machen könnte. Was ist das denn? Ja, wie auch immer. Neben dem Brunnen steht ein Holzeimer. Vielleicht wurde er zur Pflege eines Grabes verwendet. Oder für andere Dinge. Aber ich habe doch... Da ist doch was drinne. Nein? Aber war das im letzten Traum? Shit. Okay. Na gut. So viel dazu. Kein Glück. Item ist nicht mehr da. Ich weiß nicht genau, in welchem Traumteil wir uns befunden haben oder wie auch immer man es nennen will. Ab in die Richtung weiter. Hier haben wir Use letztes Mal gesehen. Wir sind im Glockenflur. Saal mit Tatami. Der ist noch ziemlich unfertig. Deswegen werde ich jetzt mal in den Saal mit Tatami gehen. Warum ist der so unfertig auf der Karte? Werden wir gleich rausfinden. Ich weiß nämlich gerade nicht mal wirklich, welcher Raum das ist, wenn ich ehrlich bin. Ach, okay. Der Startraum. Warum ist denn das so zerfleddert auf der Karte? Oh, weil wir nicht weitergegangen sind. Macht Sinn. Ich habe nur gesehen, dass da was rumliegt, aber ich bin nicht in die Richtung gegangen. Stimmt. Könnten wir auch mal machen. Der haben wir nämlich noch gar nicht gesehen. Der hängende Kimono ist vom Schimmel ganz zerfressen. Hungriger Schimmel in Japan. Genauso wie der. Warte mal, was? Okay. Hi. Eine japanische Puppe in steifer Pose ist im Alkoven. Die ist nicht so steif, zumindest im Nacken, wie sie mich angeschaut hat. Okay, Typ 14 Film. Ciao dann. Gruselige Kinderpuppen immer. Setz mal nach oben. Setz mal, war da nur ein Fischer? Als wir das allererste Mal hier waren. Diesmal vielleicht irgendwas Interessantes für uns. Da ist ein Spalt in der Wand. Dadurch kann ich das untere Geschoss sehen. Vielleicht war hier einmal das Geländer. Wahrscheinlich. Sieht man noch irgendwas? Nur diese seltsame Puppe da unten sitzen. Okay, keine weiteren Fragen. Wir gehen mal hier lang. Schauen uns die wunderbaren Kisten an. Truhen, Entschuldigung. Sieht unbenutzt aus. Wie gesagt, leer reicht schon, dass er unbenutzt ist. Keine Geister. Ah, da ist was. Heiliges Wasser. Dass wir mal reingeschaut haben. Aber jetzt muss ich leider gehen, denn hier oben gibt es echt nicht wirklich viel Action für mich. Ich habe gesehen, ich kann auch hier drunter durchgehen. Das heißt, durchgehen. Ah, ja doch. Ah, ja doch. Ist auch ein Eingang. Okay, was haben wir nicht abgeschlossen bisher hier? Oder was ist noch nicht auf der Karte zu sehen vielmehr? Irgendwie das Ding in der Mitte vom Raum. Gut, ich meine, da ist auch nicht arg viel drin, was auf der Karte eingezeichnet werden könnte, wenn wir mal ehrlich sind. Schon okay, dass Kerzen nicht auf der Karte eingezeichnet sind. Das wäre irgendwann, glaube ich, ein bisschen overkill. Offenbar leere Schubladen. Sieh die Gute mit einem Blick und zwei Augen. Respekt. Eine Geschwindigkeit. Wenn sie so schnell laufen könnte, wie sie gucken könnte... Das wäre der Hammer. Sie ist mit aller Macht versiegelt.
Aber warte mal, da war doch schon eine andere Tür irgendwann mal, die mit aller Macht versiegelt war. Wenn die andere Tür alle Macht hat, dann gibt es doch keine andere Macht mehr für diese Tür. Wie kann diese Tür alle Macht haben und die andere Tür alle Macht zum Versiegeln? War das die gleiche Tür? Vielleicht. Ich gehe jetzt. Diskutiere nicht weiter über die Macht der Tür. Die Tür hat keine Macht über mich. Na, behalt's doch. Behalt ihn doch in der Hand. Okay, nein, hier ist nichts mehr. Das ist eine fancy Tür. Spätestens hier ist die zweite Tür, bei der ich mich frage, wo kriegst du deine Macht her? Irgendeiner lügt. Habt ihr beide jeweils die Hälfte der Macht? Scheint ausreichend zu sein. Okay, die ist wirklich versiegelt, da kommt man nicht durch. Hier im Geisterbaumgarten. Gibt es auf jeden Fall noch genug Türen, die wir uns anschauen können. Ansonsten geht's nur zurück in die Feuerstelle, in den Raum mit der Feuerstelle. Das heißt, wir gehen zurück in den Glockenflur. Im Prinzip da, wo wir herkamen. Wir suchen dann im Garten unser Glück. Ich meine, wir haben da ja auch schon ein Foto gemacht vom Baum, auf dem wir gesehen haben, okay, da gibt's eine andere Stelle, da braucht irgendwas unsere Hilfe. Beziehungsweise wir müssen dorthin gehen und irgendwas fotografieren. Ich weiß nicht, wie hilfreich ein Foto sein kann. Wenn man sich vorstellt, dass es Strahlen sind, die auf einen regnen, was falsch ist, aber trotzdem, stellst du dir vor, wie wenn ins Foto Strahlen wären. Stell dir vor, wie die Ureinwohner in Amerika, dass seine Seele geklaut wird beim Fotografieren. Was im Prinzip ein bisschen wie eine Kamera Obscura ist. Wussten die Indianer mehr? Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Mehr über Büffel auf jeden Fall als ich. So viel steht fest. Ich weiß nichts über Büffel. Auch noch was. Oh, die Nelken. Okay, die Nelken. Schauen wir noch mal, dass wir den Nelkenschlüssel... Also, schauen wir doch mal, dass wir alle Schlüssel kriegen, die wir jetzt noch brauchen. Wie gesagt, das ist halt so ein Spiel, da rennt man halt gern mal Schlüssel hinterher. Das ist die Stärke und manchmal das Problem von solchen Spielen, dass man einfach nur Schlüssel findet oder suchen muss, um in Räume zu kommen, um einen anderen Schlüssel zu finden, um mit diesem Schlüssel eine andere Tür zu öffnen. Wenn es halt solche Rätsel sind, dann kann es langwierig werden, aber in Project Zero 3 geht es eigentlich mit solchen Rätseln. Ist nicht ganz so nervtötend. Mit aller Macht versiegelt. War ich hier schon? Da geht's in den Zaungang? Ah ja, gut, ich meine, ich war schon drin auf jeden Fall. Vom Zaungang geht's in den Vorführer, macht das die Ecke da hinten, okay. Dann nutzen wir doch mal die große Tür in der Mitte da drüben, wo die Speicherlaterne davor ist. Schauen uns einfach die Ecke an. Und ich glaube, speichern ist auch erstmal keine so ganz schlechte Idee. Ich weiß nicht wirklich, was hinter der Tür ist. Versuchen wir mal, die Tür zu öffnen. Fest verschlossen. Sieht aus, als wäre es derselbe Ort. Wenn es ist, ist Yu da drin. Na dann sollten wir doch mal versuchen, ob wir da reinkommen. Da fängt jemand singen an. Da drüben irgendwo kann das sein. Ich war in einer Ecke, wo ich auch noch nicht war. Und wenn nicht so absurd. Auf jeden Fall die richtige Richtung. Direkt um die Ecke her. Oh. Warte mal, das ist doch das Mädchen in diesem Raum ohne Tür. Ich weiß auf jeden Fall, welche Ecke sie meinen damit. Kann ich nochmal was Neues fotografieren, oder? Ist es dasselbe? Es ist dasselbe, okay. Und dann weiß ich zumindest, wo ich hin muss. Das heißt, um die Tür zu öffnen, müssen wir erstmal da nach hinten kommen irgendwie. Okay, jetzt ist nur die Frage, welche Ecke war das nochmal? Das müsste doch...
das hier gewesen sein? Fleckgang. Kuhfleckengang, wie auch immer. Ja, im Prinzip genau der... Direkt das neben dem Grabinnenhof? Wie auch immer, wir gehen hin. Es ist ziemlich weit weg, aber wir sollten straight durch eigentlich relativ schnell dort ankommen. Wie gesagt, Laufmädchen. Wenn du so schnell laufen, wie du gucken kannst, gotta go fast. Oh! Okay. Nope. Oh shit, heilige Scheiße. Sag doch sowas nicht. Muss ich jetzt gegen den kämpfen? Ich frage mich gerade, ob ich einfach abhauen kann. Oder folgt er mir in den Raum rein? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier durch. Hat sich ein bisschen entspannt. Aber er wartet auf jeden Fall im Garten auf mich. Holy shit, der hat einen heftigen Schlag drauf. Was war das denn? Lass mal schauen, wie viele Items haben wir denn eigentlich? 5-mal Kräutermedizin. 2-mal heiliges Wasser. Ich will eigentlich keine davon benutzen. Vor allem nicht, wenn ich nur hier rumrenne. Soll ich merken, okay, ich komme in einen bisschen schwierigeren Kampf, kann ich immer noch übers Menü relativ schnell Kräutermedizin einwerfen dann. Wir gehen nach unten. Wie ein verdammtes Labyrinth, Mann. Wer will hier wohnen? Geschweige denn putzen. Was definitiv schlimmer als das Wohnen hier ist. Okay, ich hätte vielleicht auch weiter gucken können. Wir müssen nach unten. Geradeaus eigentlich. Einfach nur geradeaus. Straight nach draußen. In den Grabinnenhof und dann geradeaus rüber. Und dann bin ich mal gespannt, weil ich war ja schon an der Ecke und habe da ja auch schon ein Foto davon gemacht. Müsste irgendwas Neues auftauchen, theoretisch. Ansonsten macht die ganze Sache ja gar keinen Sinn. Ziemlich ruhig hier. Ich meine, bis auf den aggressiven alten Mann mit dem Hakeball, der mich ja schon mal verfolgt hat. Er ist auch kein neuer. Was ist denn der? Kann man da reinschauen? War das überhaupt der Raum? Oh, da verwechsel ich das gerade. Shit, ich verwechsel es gerade. Das ist nicht der Raum. Es ist wirklich nicht der Raum. Es ist in einem anderen Stockwerk. Ja, der Feuerstelle. Oh, okay, ich glaube, es ist im anderen Stockwerk. Okay, jetzt muss ich nur noch drüber nachdenken, wie ich ins andere Stockwerk komme. Eigentlich relativ easy. Warum habe ich die Tür da noch nicht geöffnet? Ich meine, wahrscheinlich geht es ja nicht auf. Okay. Warte mal. Hier waren wir doch auch schon. Na, warte, hier waren wir doch schon. Warum war der Teil grau auf der Karte? Wie auch immer. Kräutermedizin können wir auf jeden Fall brauchen. Dann können wir auch gleich wieder rausgehen. Also hier waren wir auf jeden Fall schon drinne. Da kommt die Hand aus der Wand raus. Wie auch immer, nicht drüber nachdenken. Einfach weiterlaufen. Hoffen, dass wir dann irgendwann mal an der richtigen Stelle rauskommen. Ist das die... die komplett... Wobei, warte mal ganz kurz. Das war der verdammt nochmal längste Weg aller Zeiten. Ich hab wahrscheinlich auch den längsten Weg genommen, den man nehmen kann, um hierher zu kommen. Aber ich bin da, von dem her halb so wild. Man hört auch schon Geräusche hier. Oh, hier ist die... Ja genau, da ist das Loch.
Na dann, lass mal reinschauen. Kleines Mädchen am... Kleines Mädchen, das die Wand voll kritzelt. Das war relativ easy, okay. Die war einfach da und dann fotografierst du sie und fertig, Tür ist auf. Bam, jetzt müssen wir nur noch zurückkommen. Okay. Beine in die Hand und ab dafür. Es gibt aber nicht irgendwie einen Shortcut, den ich kennen sollte vielleicht. Es gibt keinen Weg darüber. Okay. Na dann den kompletten Weg wieder zurück. Ich meine, gut, zumindest weiß ich jetzt, wo ich hinlaufen muss, um wieder an die Stelle zu kommen, wo ich letztendlich dann auch hin will, dass ich durch dieses kleine Türchen durchkriechen kann, nur um mehr Tod und Verderben dahinter zu finden wahrscheinlich. Aber ist okay, ich bin auf Tod und Verderben eingestellt. Das ist nicht so, dass ich da durchkrieche und mir denke, dahinter werde ich Freunde finden. So wird es sein. Freundliche Leute, die sich hinter so kleinen Türen verstecken. Wow. Oh shit. Oh shit. Oh Gott. Hi. Das war ein bisschen zu nah. Die ist neu. Die ist eindeutig neu. Jetzt mal hier nach. Oh fuck, da nach vorne gehen, wo vielleicht ein bisschen mehr Platz ist. Reicht echt schon hier. Okay, wo ist mein Sucher? Wo ist mein Sucher? Da ist er. Oh, der war gut. Der war gut. Keine Kombo-Möglichkeit. Zumindest so wie ich stand gerade eben nicht. Was ist los? Ich wieder Probleme machen will? Kein Scheiß. Ich krieg keine Kombo-Möglichkeit bei der alten. Das ist Verschwendung von guten Filmen. Für ungehorsame Geister. Wie sie da durchsneakt. Dieser verdammt chillen ist. Oh. Es gibt auch eine Möglichkeit. Okay. Ich stand aber nur falsch bisher. Zu spät. Okay, die waren ein bisschen aggressiver als die meisten anderen. Diese komischen Männer in Weiß, die nicht mal Augen haben. Wie kannst du hassen, wenn du keine Augen hast? Oder hasst er, weil er keine Augen mehr hat? Das könnte sein. Ich würde anfangen zu hassen, wenn ich keine Augen mehr habe, weil ich meine, was soll ich ohne Augen machen? Das ist doch shitty. Ich würde schon ziemlich anfangen zu hassen, wenn mir irgendjemand mein Augenlicht nimmt, einfach so. Was machst du ohne Augen? Nicht im Moment umgucken. Ach, wie auch immer, ich gehe jetzt da lang. Ich wechsle wieder auf den 7er Film. Nur falls die Erscheinungen wieder heftig unterwegs sind heute Abend. Mal durchgehen. What? Okay. What the fuck? Da hat einer einen seltsamen Sammelfetisch. Was ist das für Zeug? Ah ja, es liegt hier für Zeug rum. Auf dem von Kerzen erleuchteten Altar liegt ein handtellergroßer Edelstein. Vielleicht wurde bei irgendeiner Zeremonie verwendet. Das ist etwas Glänzendes über dem Altar. Oh, Glockenblumenmuster, wunderbar. Holy shit. Seltsam dekorierter Raum. An allen vier Wänden wurden rote Stoffstücke festgemacht.
Sie sehen aus wie in rot gekleidete Strohpuppen. Ein bisschen. Wenn man die Augen zusammenkneift, dann sehen sie wirklich so aus. Oh Gott. Are you hurt? Noch nicht. Änderst du es? Wow. Verschwindet ihr einfach im Boden? Kommt aus dem Boden? Aus der Wand? Wie auch immer. Kann ich dich treffen? Jawoll. Und dann kann ich auch direkt die Combo nachsetzen, wenn ich drauf zulaufe. Im Foto sieht man irgendwas. Das kleine Mädchen, das wir vorhin schon mal fotografiert haben. Ho, ho, shit. Und es gab 3.500 Punkte. Da ist etwas auf dem Boden, wo sich das als Schreinmaid gekleidete Mädchen befand. Graues Tagebuch. Ob das Aufspießen wehtut, was wohl mehr schmerzt, wenn der Spieß langsam ins Fleisch eindringt oder wenn er mit einem Mal hindurchgestoßen wird. Sterben sie, wenn der Spieß komplett durchgestoßen ist? Ist es wichtig, ob sie sterben? Ich will eine Priesterin aufspießen. Okay. Ich habe schon seltsame Wünsche gehört. Aber das? Das ist auch ein Ding, das ich nicht erwartet habe, so zu hören. Ist mein Controller gerade gestorben? Rei? Ich glaube, das muss so sein. Morgen. Ich sag nicht guten Morgen, weil es ist kein guter Morgen. Es befindet sich ein alter Film in der Kamera Obscura. Modriger Film. Na dann, wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Und Leute, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Und nächstes Mal schauen wir, dass wir den Film entwickeln, uns die ganzen Notizbucheinträge durchlesen und wir dann ein bisschen mehr Info kriegen. Seid gespannt, freut euch auf eine neue spannende Folge Project Zero 3 The Tormented. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, lasst mir einen Kommentar da. Bis dahin, haut rein.